Moin Moin, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Pixelmon Let's Play. Wir sind ja noch ganz am Anfang, zweiter Part, aber ja, wir haben schon ein bisschen etwas erreicht und es macht mehr Spaß, immer mehr. Pixelmon ist so ein Mod, je erfahrener man ist, desto einfach angenehmer und spannender und cooler ist es. Man probiert mehr aus und so Sachen. Finde ich richtig genial. Und ja. Ich freue mich. So. Genau, wir haben da ein paar Sachen, die wir anpflanzen könnten. Die Uhr brauche ich nicht. Das Bett brauchen wir. Fleisch brauchen wir nicht. Stellen wir auch nicht. Oder ja, Werkzeuge machen wir kurz, genau. So. Ja, eben das. Projekt heißt jetzt, Pixelmon mal anders oder so. Jetzt weiß ich gar nicht mehr auswendig, wie ungefähr es heißt. Ah, wir haben doch Eisensorten, oder? Wir haben Eisen. Naja, okay. Nicht so toll. Oh, ein bisschen Stein schon mal. Und, einfach spannender machen. Ich habe ja schon mal gesagt, ich werde einfach einen Typ trainieren oder so, ein bisschen Challenge machen oder so. Das geht jetzt momentan wirklich nicht, das ist schon genug schwer, wenn wir irgendwelche Pokémon trainieren, die nicht so stark sind am Anfang. Also zum Beispiel Bautz ist genug stark, aber sehr squishy, habe ich so das Gefühl. Das ist schon mal eine Herausforderung und wir müssen ja auch andere Pokémon fangen. Und die spawnen ja nicht so häufig. Also, das Problem ist, wenn wir dann das Pokémon-Level anpassen, dann sind es immer zu hohe, aber auf niedrigerem Level. Und das passt ja auch nicht richtig. Also, wir müssen jetzt mal ein bisschen schauen, dass wir einfach ein bisschen mehr um uns schauen, was für Pokémon überhaupt da sind. Und ja, ihr seht es. Das sind alles ein bisschen zu hochlevelige. Jo. Also ich mache mal hier einen Garten. Okay, da sind aber Pixelmon, die den Garten zerstören könnten. Also nicht zu nahe hier. Den Meter höher, oder? Lieber nicht. Und wieso geht immer noch nicht der Hacke mit Rechtsklick, also mit Linksklick, dann, dass mehr Samen rauskommen oder so. Oder einfach schneller geht. Okay, schneller geht's. Ja, nicht so richtig gut. Ich glaube, hier wird nicht bis. Ja. So, Roten hin dran. Was haben wir noch? Eine Melone. Was machen wir jetzt? Die eigentlich abbauen, oder? Nein. Bringt ja nichts. Doch, es bringt etwas, okay. Wir haben die Melone halt aus einer Kiste. Ich wusste gar nicht mehr genau, wie kann man die zu Kerne machen, oder? Weil ich es nie brauche. Ich haue ja immer die Schnitz, oder? So. Dann die Melonenschnitzchen. So, zwei. Ich glaube, zwei von ihrem Baum reicht. Oh, was ist denn das? Was ist das? Habe ich noch nie gesehen, das Pokémon. Noch nie. Ich bin ja auch nicht einer, der die Spiele spielt oder so. Nein, ich nur Pixelmon spielt. Hey, du bist ein Kylos. Nein, schau zu mir. Schau zu mir. Wieso sind diese blöde programmiert, dass sie abhauen? Boah. Jetzt aber ein schönes B. Komm schneller. Ach, das ist ein Überzententen. Ich weiß nicht, wie es heißt. Zororak, genau. Das sieht ganz anders aus. Das sieht nicht mehr wie ein Zororak aus. Okay, ich kann kein Bild mehr. Ich war nicht vom Namen. Ja, gut, genau so schwarze. So, jetzt da. Yay, ein Woli. Nein, nicht nochmal ein Screenshot. 23, nee. Ich
Ich würde ein bisschen Wolle farmen. Okay, nein, Meat-Tank schaffe ich nicht mit dem Bolzer. Ja, jetzt komm. Der erste Kampf! Blattwerk! Ja, leider ist im ersten Part echt nicht viel passiert. Also, da habe ich einfach keine Pokémon gefunden, wo ich kämpfen kann und gewinnen kann. Tja. Und zwar halt einfach mehr erkunden, also nicht mehr erkunden, sondern ein bisschen Sachen einsammeln und halt uns hier einrichten. Also der erste Part war leider nicht so spannend, aber ich schaue wirklich, dass die Parts spannend bleiben und werden. Smoliv werden wir auch schaffen, oder? Oh, wir haben keine Flugattacke, nur den gleichen Typ Pflanze. Okay, das Tauboga ist sehr groß. Mieser, komm. Ja. Gegen normale Attacken sind eigentlich, glaube ich, fast alles außer Kampf. Das ist ja sehr effektiv gegen normal. Muss man sich nicht so kümmern, welche Attacken man einsetzt. Gut, okay, ich werde vielleicht lieben. Nein, ich werde gerne. Okay, jetzt haben wir etwas Großes. Hallo Tauros, bist du unter Anabolika und Wachstumssteigerer? Ja? Ja, ich werde dich schon noch fangen. Irgendwann mal in 20 Jahren, wenn du wieder auftauchst. So, Geweihe ist halt auch einfach, wegen Wassertyp. Aber sie sind zu hoch, wir werden sterben. Also, ich nicht. Das Bautz wird sterben. Vielleicht können wir als Challenge machen, dass meine Pokémon nicht besiegt werden dürfen. Genau, ich werfe sie dann weg. Ich lasse sie frei dann. Nein, nein, lieber nicht. Das machen Profis. Ich bin noch nicht Profi, aber ihr könnt mich gerne zum Profi motivieren. Und dann irgendwann mal darf ich nicht mehr sterben, sonst muss ich den Part beenden. Und hinschreiben, ich bin ein Loser in den Part. Aber noch nicht, gell? Noch nicht. Wingull mega groß, Weimler mega groß. So ein großes Carpator wäre nicht schlecht. Das ist nur so ein Gigadimonomax. Ich kann es immer noch nicht richtig ausspielen. Gigadimonomax. Ja. Der Max. Das ist einfach nur der Max, okay? Liebe Zuschauer, dieses große Zeugs, das ist nur der Max. Okay, Pikachu-Tasche. Tasche. Und weiße Tasche. So, und das Mannequin. So. Bambus haben wir. Oh, schwarze Wolle. Geil. Ja, da hat es gute Sachen. Diese Sachen, diese Perlen und so, die. Ja, die könnte ich mitnehmen, aber ja, ihr wisst schon. Verkaufen. So. Crafting Table brauche ich momentan auch nicht mehr. Eine Angel. Wolle ist halt schon wichtig. Ja, komm. Er braucht schon einen Blumentopf. So, wir sind wieder voll. Wir können wieder zurückgehen. Mannequin. Ich sag immer Mannequin. Doch, ist Mannequin, oder? Mannequin ist doch eine Figur. Das ist doch kein... Ja, Armor-Stand. Mann, wieso bin ich nicht drauf gekommen? So, Remoraid sieht größer auch geil aus, aber der ist, glaube ich, nur groß oder weiß auch nicht, was er. So, gehen wir mal hier an Land, schauen uns noch. Oh, geil. Das ist dieser Pistolenkrebs-Verschnitt. Hä? Pistolenkrebs ist der, der so laut macht. Irgendwas, was wir weniger oft brauchen, werfen wir mal weg. Eine Angel. Ich glaube, die Tränke oder so. Ach komm, Boot können wir helfen. Ist doch egal. Egal. Ich muss echt wissen, ist das Bayana oder so? Oder eine Gott dann sagt egal und so? Ich glaube, das ist von dort. Auf jeden Fall habe ich das mit einer alten Dame zusammen geschaut. Wir waren alle so 30 bis 60 Jahre zu alt für diesen Film. Und wir hatten einen Heidenspaß. Wir fühlten uns wieder jung. Genauso jung wie, ja, die Leute schauen bei Jana. Dürfen schauen. Also richtig kindisch. Ja, es ist nicht so kindisch. Es ist eher so für Junge, weil es halt nicht so viele Gewaltsachen drin hat. Ja, es ist halt einfach ein Animationsfilm für Kinder.
Und wir hatten aber einen mega Heidenspaß. Also Pikachu-Tasse muss ich dann noch irgendwo hinstellen, wenn ich kann. Und ja, die Perlen muss ich dann wirklich verkaufen. So, okay, das muss ich anpflanzen, das muss ich anpflanzen. Das muss ich nicht mehr anpflanzen. Das muss ich reintun. So. Jetzt machen wir schön hier Bambus. Schön vor das Herz. Und diese Süßbären, die mache ich einfach irgendwo an den Rand. Die kann ich ja nicht hier hin platzieren, da muss ich hier. Auf den Sand kann ich leider nichts platzieren. Also wir brauchen viel Brot, deswegen machen wir mal hier ein bisschen Farming. Und dann holen wir noch den Schatz. Und wir gehen ins Dorf, um den Kauz zu heilen. Ah ja, ich muss ja etwas fangen. Langsam. So, ich sehe leider den Balken unten nicht ganz. Dachte ich hätte wenig. Wie mache ich das dann sonst? Ihr habt jetzt das ganze Beet. Dann mache ich mal für mich. Ah, geht gar nicht für mich. Mann, der Fenstermodus in Minecraft ist schon extrem sperrig. Den kannst du ja überhaupt nicht anpassen. Wir müssen kleiner machen für mich. Weil hier wird es ja nicht kleiner. Und dann sehe ich auch die Zahlen unten. Aber dann habt ihr. Ne, ihr habt immer noch alles richtig. Okay, sehr schön. Ja. Gut. Also. Dann gehen wir zum Schutz. Das ist nah genug, oder? Ja. Gehen wir zum Schatz. Der ist im Osten natürlich. Da waren wir schon mal. Also ist es ungefähr hier in die Richtung. Ja, das Dorf müssen wir ja noch erreichen. Also müssen wir in die Richtung. Oh, was ist denn das? Eine viereckige Höhle. Ah ja, hier war der Pokéball, der Pokéloot. Hier. Ja, hier. LOL Käufwaff, oder? Mega groß. Hyperball, ja, noch mehr Hyperbälle. Ich glaube, ich hole mir so ein Kampfschwein. Das ist jetzt mein Zerstörungs-Pokémon. Bitte, bitte, Flottball, du bist genug stark. Und es ist weiblich, das ist sehr gut, das sieht halt weiblich. Hey! Das ist 100% drin gewesen. 100%. Die Lüge des Jahrhunderts. Ich meine, ich will Mühtank. Jetzt muss ich leider nochmals kurz heilen und dann das nächste versuchen. Aber Flottbälle sind doch so unglaublich stark. Wie viel? 4,5 oder? Nein, 3,5 oder so. Auf jeden Fall sehr hoch. Und das bricht einfach aus. Das geht doch nicht. Ah, da unten hätte ich noch ein Ding. Ja, die will ich ja hier lassen. Also das Dorf wird ausgebaut, langsam. Es bringt zwar nicht viel, aber optisch sieht er halt schön aus und hat umgestaltet. Also ich möchte die Dörfer ein bisschen in der Nähe ausbauen, also nicht allzu viel, zwei, drei Stück oder mehr. Aber ich möchte einfach diese Sachen von Pixelmon noch ein bisschen schöner bauen. Egal was es ist. Also ein Boot, kann vielleicht zwei Boote dann sein. Ah, das ist der Schopfen hinten. Ja, Trading Card. So Sachen möchte ich machen, oder? Einfach ein bisschen Pixelmon noch verschönern. Das ist so eine Challenge, die wir haben. Wenn ihr das nicht wollt, schreibt es in die Kommentare. Und tut diese Kommentare auch bewerten, also mit ja, Daumen hoch. Und wenn ihr das selber habt, schreibt es einfach hin. Es werden schon Leute liken und ich werde es schon umsetzen, wenn es keine Likes bekommt. Also Daumen nach oben. Sind es Daumen nach oben oder einfach Plus oder so? Auf jeden Fall irgendwas ist es schon. Was ich eigentlich schon benutze, aber nicht verstehe. Okay, es ist schon hier. Wir haben es einfach noch nicht erkundet, deshalb dachte ich, es wäre weiter oben. Es ist ja in Ordnung, ja. Okay, es ist schon hier. So. Macht einfach ein bisschen mit und es wird euch besser gehen. Ja, ich hab's gerne und ja, es macht mich einfach noch motivierender und andere Leute motiviert es natürlich auch dann. In welche Richtung muss ich hin? So.
Da unten drunter haben wir eine Schaufel. Ich habe keine Schaufel gemacht, ich habe es vergessen. Okay, ich ertrinke. Hallo, mach vorwärts. Er ist nicht hier. Geht deutlich langsamer unter Wasser, das ist nicht so gut. Ja, was ist hier? Es ist einfach weiter unten. Was ist denn das? Ist das die Weiterentwicklung von diesem komischen Korallenvieh? Ja. Okay, es gibt wirklich neue Pokémon, die ich noch nie gesehen habe. Immer noch nicht, besser 1000, oder? Okay. Diamanten. Gut, dann müssen wir aber noch das Schiff. Also, wie siehst du aus? Ja, das ist die Weiterentwicklung. Wie siehst du aus? Hä? Wie geil! Das ist so eine Falle, da gehen Fische rein oder so. Wesen, weil sie denken, sie können das fressen. Und dann wird hier zugemacht, ja. Eindeutig. Oh, das Radikal hier. Nein, Radfratz. Aloha. Okay, männliches Belustigungswerkzeug. So. Haben wir auch wieder gefunden. Sollen wir hier hoch? Es gibt ja eine Leiter, oder? Es gibt eine Leiter. Ja, wir gehen jetzt hoch. Wenn wir schon ziemlich voll sind durch eine einzige Schatztruhe. Die ist ja voll gewesen, oder? Das Tannenwald. Ja, gehen wir mal noch eine. Nein, eine Fichte haben wir geholt. Wir haben eine Fichte, gell? Ja. Vernichte die Fichte. So, wo ist die Leiter? Hä? Wo ist sie? Hä? Wo ist sie? Ich sehe sie nicht. Wie kommen wir denn hier hoch? Das ist ja mitten im Meer. Bin ich blind? Ich komme gar nicht hoch. Es fehlt einfach. Ah ja, gab keine Leiter. Es waren andere. Ich glaube, es war ein Luftschiff. Das ist ja auch ein Luftschiff, oder? Naja, das sind nur normale Segel. Ein Ballon. Okay, wir werden da hochfliegen. Merken wir uns das. Da, Luftschiff. Da. So. Gut. Machen wir auch wieder aus. So. Und dann schauen wir mal da drüben, da ist ein Fischerboot. Und? Nochmals ein Dorf. Wie geil. Wie viele Dörfer kommen noch? Oh, der Amboss. Die Weiterentwicklung vom kleinen Amboss. So ein mega verzierten Amboss. Nein, das ist ja das anders. Aber da gibt es, glaube ich, doch, es ist auch ein Boot. Ja. Aber nicht ein Fischerboot. Das ist doch so eine Insel, da gibt es noch einen Schatz dabei, oder? Auf jeden Fall sehr interessant, hey. Ich werde vom Spiel wieder so... Okay, viele Trainer. Ich werde vom Spiel so extra, vom Mod so extrem, gezeigt, also wie viele Sachen einfach da sind. Nochmal so eine Schatztruhe, das ist die gleiche, oder? Schatzkarte, mein Gott. Drago, denk doch ein bisschen mehr nach, bevor du etwas sagst. Du musst richtig sagen, nein, Schatz. Wir haben einfach zwei Schätze in einem Part. Ja gut, wir werden wahrscheinlich nicht alles einsammeln können. Aber hey, ich werde zugeschissen von irgendwelchen Aufgaben. Und da habe ich noch von den Zuschauern noch Aufgaben. Wunderbar. Ich bin nicht unter Stress. Nein. Leute, ich habe doch nie Stress. Das wisst ihr. Ich habe keine Stresskrankheit, wo mich das noch schwieriger macht. Nein. Ich muss Stress einfach aushalten. Was wollte ich jetzt mal? Die Karte weglegen. Oder hier. Ich bin ganz zufriedener, stressfreier Mensch. Kein Problem, liebe Zuschauer. Ich mache das. Ich bin nur unkonzentriert, dann wenn ich ein bisschen unter Stress stehe. Hey, hallo. Die Tastatur nicht richtig. In den Hinten. So, nein, warten. Immer schön warten, liebes Spiel. Stress mich nicht. Immer schön warten, Drago. Boah, schon das zweite Auge. Ich glaube, ich mache die einfach kaputt. Hey, das ist besonders. Okay, ich weiß. Du. Ich bin nicht unter Stress. Ich muss ein Kabeljau reintun. Das habe ich jetzt nicht direkt. Okay, Kabeljau rein. Eisenachs wieder raus. Platin.
Komm, egal. So, also dann machen wir doch mal... Machen wir hier einen Wegpunkt, damit wir nicht übers Meer reisen müssen. So, und eben die Teleports, die sind einfach nötig, damit es nicht langweilig ist manchmal. Ja. Haben wir hier ein... Ja. Gut. Ich finde das richtig toll vom Spiel, vom Entwickler, dass die Entwickler immer wieder Inventar zumüllen lassen, aber nichts Anständigeres spawnen lassen. Einfach so irgendwie, ja, Junk-Loot und so, die man sonst nicht bekommt oder hat. Man muss ihn einsammeln, aber erst Junk-Loot, oder? Okay, es waren nur diese Aufwecker. Das Fleisch möchte ich halt haben. Sand brauche ich jetzt momentan noch nicht. So, also dann heißt das, wir machen das hier. Kosten. So. Hier bauen am Berg. Machen wir jetzt ein paar Bauerndorf, damit wir nicht so weiter segeln müssen. Und jetzt muss ich kurz auf die Map schauen. Nicht auf die. Genau, es ist auch hier. Gut. Also machen wir hier auch nochmal so einen Wegpunkt. Und der müssen wir eigentlich auch nicht mehr aktivieren. Gut. Also man muss so viele Sachen machen, wenn man. Ich will dieses Mehltank. Ich will dieses Mehltank, das ist der stärkste Mehltank, wenn es groß ist. Jetzt komm schon. Bitte, Konzentration. Bitte. Okay, es ist jetzt erst wieder drin. Wie kann man die Kamera... Was? Wie schwer ist ein Mehltank? 20 Mal schwierig zu bauen als ein anderes Pokémon. Wie ein, Arceus. Ich glaube, das Baut stirbt sonst. Ich werde mal einen Superball. Ich habe irgendwie mit Superbällen sehr viel Glück. Ich mag sie von der Farbe jetzt nicht so mega. Nee. Wie kannst du Mehltank fangen? Wie? Lass dich jetzt mal fangen. Doch. Was machst du jetzt? Du bleibst drin, ich will dich haben. Ich will dich jetzt haben. Ich zwinge. Ich zwinge dich jetzt in meinem Team zu sein. Du bist groß. Ich werde dich zwingen. Ich glaube, das ist ein bisschen verpackt. Nein, es ist immer ausgebrochen. Ich werde dich jetzt... Ich habe keine Bälle bald mehr. Ich zwinge dich jetzt ins Team zu kommen. Sklaverei. Ich werde die Pokébälle, die ich geklaut habe, jetzt einsetzen. Okay, ich hole das Tauros. Das Tauros ist klein genug. Für einen Ball. Es ist unmöglich. Es ist unmöglich. Irgendwas ist falsch. Weil Drago es nicht fangen kann, ist es falsch. Das wisst ihr. Oh Mann. Ich mag das Spiel nicht. Ich mag diese Chancenverteilung nicht. Ja, okay, in anderen Spielen habe ich mehr Glück, aber in Pokémon habe ich nie Glück. Nie Glück. Okay, ich verhungere auch. Kann ich nichts machen, liebe Spieler, wir müssen, liebe Zuschauer, ihr dürft gerne das Spiel auch spielen und mehr Glück haben, aber ich möchte einfach Glück haben, damit ich euch etwas Besseres zeigen kann, oder? Bessere Pokémon. Ja, jetzt müssen wir einfach jetzt noch Pech haben, bis wir dann
ja, stärkeres Team haben und so. Die Pokémon auch nicht mehr brauchen und dann haben wir wieder Pech. Wenn wir wieder irgendwas brauchen, wie ein Arceus, haben wir dann wieder Pech. Naja, muss nicht sein, aber könnte sein. Glück ist dort nicht so beherrschbar. So, also wir haben genug Diamanten, wir können vorwärts machen. So. Oh, das ist schon voll. Wer hat Truhen? Wer hat Holz? So. Also dieses Essen möchte ich nicht ausgeben. Das kann ich eigentlich gerade in die Truhe, gleich in die Truhe tun. Abikokos sollten auch irgendwo rein. So. Dann haben wir mehr Platz. Oh, Loch. Wer hat hier ein Loch platziert? Blöder Entwickler. Blöde Mother. Die sind so nett, dass sie wieder blöd sind, weil sie irgendwas hinplatzieren, was man nicht haben möchte. Ah, sondern jetzt ich doch die alte Axt, weil wir die ja wieder mitgenommen haben. Oh, ich habe das falsch abgemacht. So, also dann haben wir hier. Schön. Oh, hier haben wir eine Bienenwabe. Ja, dann lasse ich den Baum hier. Genau, hier haben wir ja die Bäume. Ja, da ist auch noch ein Baum gespawnt. Es macht irgendwie mehr Spaß, weil die Pokémon irgendwie größer und kleiner sein können. Also es motiviert mich so mega. Und ja, wir können uns das einfach ein bisschen anpassen lassen, ja. Wie wir uns es wollen. Also wenn wir das können, auch die Chancen ein bisschen besser. Nein, natürlich nicht. Das wäre ja unfair gegenüber dem Mutter. Aber wenn wir da irgendwie, jo, doch mehr Glück haben könnten, wäre nicht schlecht. Und ich habe keinen einzigen Setzling bekommen. Doch, da. Da verstecken sie sich. Ich hatte. Ja, werden wir einfach mal schauen, wie wir es uns besser machen können. Rami, ich bin doch ein bisschen zu gestresst. Also ich möchte euch nicht den Stress zeigen, sondern schön locker bleiben. Nur das Spiel. Also der Mod sagt einfach so, ja, komm. Ich lasse den Drago stressen, weil es schwieriger gemacht werden. 48, okay. Weil ich will, ich bin ein Motte, ich muss dem Drago die Schwierigkeiten geben, oder? Den anderen Spielen natürlich auch. Aber vor allem einfach es chancentechnisch sehr gering machen. Das ist es. Das müssen vor allem Entwickler und Motte machen. Und ja, das ist natürlich nicht so fair, wenn man vorwärts kommen will und andere Sachen will. So, also, dann hole ich mir, tue ich mir hier mal wieder den Loot. So. Von Pixelmon. Dann kann ich hier noch die Apikokos. Kristall lieber hier. Dann machen wir die Werkzeuge weg. Das. Und dann diese spezielle Loot noch. Nein, nicht Radikal. So. Dann haben wir dann Werkzeugloot hier. Und da oben am besten diesen komischen Loot. Also, wo man nur einmal stackbar ist und so. Haben wir ja hier unten irgendwas platziert? Hat noch mehr gehabt? Nö. Okay. Gut. Da haben wir Gras in der Wohnung. Hier auch. Schön. Jetzt müssen wir einfach irgendwo einen Keller bauen. Den lasse ich, den Block. Das ist, was ist das? Trampelpfad? Hä? Ein dunkler Trampelpfad? Okay. Interesting. Jetzt machen wir hier den Keller. Schon mal ohne Schaufel am besten. Jo. So. Ich bin weniger gestresst jetzt. Das merkt ihr vielleicht. Vielleicht auch ein bisschen langweilig dadurch, aber ja, ich will schon schnell spielen, aber ich will nicht stressig wirken, oder?
Weil, ja, wieso sollte man sich das in einem Spiel, wo man sich Zeit auch nehmen kann? Vielleicht ist es einfach ein bisschen Ungeduld, wenn es halt ein bisschen schwerer ist und wenn man halt keinen Heiler hat und so, wenn man wieder in die Stadt muss. So Sachen. Also, ich möchte gerne mal kurz googeln. Schauen. Wir machen zwei in Kellerdecke. Also, hier, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Das heißt, ab hier. Doch ein bisschen schöner Boden. Sowas, gell? 2, 1, 2, 3, 4. Der fünfte Block, da müssen wir das so machen. Oh, er hat das Licht ausgestellt. Ich nicht. Ich nicht. Das habe ich nicht gemacht. So, dann können wir hier Kisten schon mal platzieren. Ich muss aber noch eins. Okay, da haben wir noch Eisen. Jo, machen wir noch ein bisschen einen längeren Part. Das Hochladen geht übrigens wieder schneller bei mir. Das heißt, ich kann längere Parts auch machen. Aber ich möchte mindestens 20% wieder Aufrufdauer haben, sonst mache ich nicht länger. Also wenn es nicht lohnt, wenn die Leute allgemein weniger als 20 Minuten schauen ein Video, das lohnt sich einfach nicht. Wenn ich dann 40 mache, dann wird ja nur dass die Hälfte geschaut, oder? Also es ist, je nachdem wie viel und oft geschaut wird, ja, mache ich längere oder kürzere Parts. Dürfte gerne ein bisschen dadurch wählen, oder? Sieht es außen sicher schön aus. So, also haben wir schon mal etwas gemacht. Da unten kann ich dann auch noch anpflanzen. Nebendran. Ja, dann machen wir das dann auch. So, gut, dann machen wir doch mal alles im nächsten Part dann weiter. Und Abikokos. Und hier. Uto Ginkgo Blinks. Geil. Ja, hier eher. Hier haben wir. Und Eisen bitte irgendwo. Also Ultra Genko Blanks kommen von vorne. Ja. Und Eichenblätter müssen wir mitnehmen. Ich kann die Eisenhacke aber auch noch irgendwo rein tun. Ne, die brauchen wir dann noch für den Garten. Und so. Okay. Dankeschön fürs Zusehen. Bis zum nächsten Part. Oder Video oder Livestream auf twitch.tv/drago-basel. Auf jeden Fall Dankeschön für die Unterstützung, wenn ihr mich unterstützt. Egal ob einschalten, Kommentare lesen, Kommentare schreiben und so Sachen. Ihr wisst die anderen Sachen, die ich nicht unbedingt schreiben sagen will. Oder auch einfach schauen. Es wäre natürlich für den Algorithmus besser, wenn ihr länger schaut oder Kommentare schreibt. Oder andere Sachen machen, die halt ein bisschen spießerisch sind, ein bisschen mir zu sehr auf Baiting ist und so. Aber dürft ihr auch machen, gell? Tschüss!